Willkommen bei Malida und zur Folge 17 von Dead by Daylight. Diesmal auf dem Macmillan Anwesen mit Morell. Jetzt heißt es auf jeden Fall wieder versuchen zu entkommen. Im Gegensatz zu den letzten beiden Folgen, wo ich der Geist war. So, wo ist jetzt der nächste Generator? Wo können wir loslegen? Okay. Also scheint nicht der Geist zu sein. Das ist für mich schon mal schön. Ah, da hat er einen erwischt. Ich möchte gern wissen, welcher Killer das ist. Okay, er ist down. Ich habe leider kein Werkzeug, könnte jetzt also keinen Haken. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob hier einer ist. Ja doch, da ist ein Haken, aber er bringt ihn nicht dahin. Er bringt ihn woanders hin, da hinten hin. Okay, wenn jetzt hier ein Generator ist, könnte ich auf jeden Fall erstmal eine Zeit dran arbeiten. Okay, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wer es ist. Wie bekloppt macht er... Ich hoffe, das ist kein Camper. Ich habe meistens immer, wenn das der Kettensägenmann... Wenn es die Kettensäge ist, dann steht er meist vor dem Haken und hält die ganze Zeit seine Kettensäge in den Himmel, also wenn er was kompensieren muss. Okay, jetzt gehe ich mal hin und versuche den nochmal zu retten. Geliehene Zeit habe ich dabei. Oh nein! Warum gibt er denn auf? Naja, okay. Also einer hat schon disconnected. Ich hoffe nicht, dass er jetzt hier hinkommt. Warum hat er disconnected? Ich war gerade dabei. Okay, jetzt muss ich weg. Ich habe mich nicht konzentriert. Jetzt kommt er bestimmt dahin. Ja. Okay, erstmal weg hier. Erstmal weg. Mal gucken, ob wir jetzt da nochmal hin können. Oh, okay. Ein Generator wird auf jeden Fall schon mal fertig gemacht. Jetzt mal schauen. Okay, wo ist er? Na, ich weiß jetzt nicht, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Der geht wieder zu dem Generator, wo ich gerade war, ne? Ja, klar, er weiß, dass da einer dran war, geht einmal weg und kommt dann schnell wieder. In der Hoffnung, dass ich da jetzt wieder dran wäre. Also wenn er jetzt mal weggeht... Ja, der läuft da hinten rum. Also wenn er jetzt mal weggeht, dann gehe ich wieder hin. Okay, versuchen wir den jetzt einfach nochmal. So, das Dumme ist natürlich nur, dass er mit seiner Kettensäge natürlich sehr schnell zu einem Generator kommen kann, wenn der Weg einigermaßen frei ist. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal hier weiterzumachen. Okay, noch einer ist fertig. So, wahrscheinlich will er dann erstmal dahin gehen. Vielleicht können wir dann jetzt in der Zeit diesen Generator hier schaffen. Obwohl, scheint mir nicht so weit weg gewesen zu sein. Okay, Konzentration. Ja. Okay. Okay, auch. Wenn man beim Generator nicht bei der Sache ist, ne, dann verfehle ich meist den, weil dann... Okay, zack. Oh, da hinten hat er einen erwischt.
Da hinten hat er einen erwischt. Ich hoffe, der kann entkommen. Na, komm schon, jetzt mach fertig. So. Ach, er hat ihn down. Nein. Weil wenn er ihn chasen würde, dann hätte man natürlich genug Zeit, weiter an irgendeinem Generator zu arbeiten. So, ich mal gucken, wo er ihn aufhängt. Unten im Keller natürlich. Oh nein. Ausgerechnet unten im Keller. Und? Oh nein. Was ein Camper. Was ein... Ach, die wurde abgegangen. Geil. Oder konnte die fliehen? Ne, die wurde abgehangen. Ach, hatte sie schon wieder erwischt. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal direkt hinterher zu kommen und sie abzuhängen, und zwar instant. Natürlich könnte er mich weggrabben. Okay, guck. Okay. Geliehene Zeit aktiv, er hat mich erwischt. Jetzt bloß weg hier. Jetzt hat er sie auch erwischt. Wow. Was ein Camper, ey. Okay. Naja, jetzt ist er down. Jetzt muss ich mich schnell heilen, bevor ich auch down gehe. Ja, sofort. Sofort platt und disconnect. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Zwei Generatoren müssen noch gemacht werden. Okay, da hinten ist er. Ich sehe ihn. Oh, hoffentlich sieht er mich jetzt nicht sofort. Komm, geh weg. Okay, wir gucken jetzt erstmal weiter. Okay, hier der Generator ist schon fertig. Ja. So, er wird jetzt einen Kettensägen-Sprint von Generator zu Generator immer machen. Okay, der Generator jetzt gerade, da wollte ich jetzt nicht weiter versuchen. Da scheint er ja wohl aus einer gewissen Entfernung einen ziemlich guten Sprint hinlegen zu können. So, und jetzt gucken wir mal nach diesem hier. Na, der sieht auch ziemlich offen aus. Okay, was wir machen können, wäre auf jeden Fall hier erstmal das Totem machen. Gibt zumindest noch ein paar Punkte. Mein Gefühl sagt mir gerade, dass die Runde nicht so gut wird. Wenn er einen hat, wird er campen. Das kann man dann quasi vergessen. Okay, was jetzt? Soll ich zum Generator gehen oder... Ja gut, bleibt mir jetzt noch nicht viel anderes übrig. Ich könnte natürlich jetzt schon die Luke suchen. Die müsste da sein. Drei Generatoren haben wir ja schon gemacht. Aber lieber will ich es versuchen hier regulär. Vielleicht macht die andere ja auch gerade am Generator weiter. Und dann würde ich ihn nicht fair finden, wenn ich jetzt schon die Luke suchen würde. Auch wenn ich ein negatives Gefühl habe. Okay, er hat sie erwischt. Ist auch die Morellen, ne? Wenn sie entkommen
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn sie entkommen kann. Schneller als ich befürchtet habe. Okay, wir versuchen. Ich werde, glaube ich, versuchen, die runterzuholen. Sie hat ja gerade der anderen auch geholfen. Und finde ich es nur okay. So, jetzt versuche ich den Generator noch schnell eben hier fertig zu machen. Okay. Zumindest gingen die Fähigkeiten-Checks jetzt alle gut. Okay. Ja, jetzt darf ich nicht sprinten, weil ich brauche den Sprintboost dann gleich, wenn ich es abgehangen habe. Nein, die lässt. Oh mein Gott, hier ist die Luke. Vielleicht war es ein Camper und deswegen hat er losgelassen. Okay, Luke ist auf, Luke ist auf. Okay, schnell rein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Warum das? Oh mein Gott, das R1 galt noch für die Palette anstatt die Luke. Haut ihr die erstmal runter und dann noch drüber. Oh mein Gott. Ja gut, okay, hat zumindest ein spannendes Ende. Ja gut, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und Spaß gemacht. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Malida. PS, diesmal glaube ich, nutze ich die Bewertungsfunktion hier. Den werde ich noch bewerten. Ciao.